herzlich willkommen zu TUC Talk. Wir melden uns heute vom Dachboden des Universitätsteils Straße der Nationen. In solchen verborgenen Winkeln trifft man sonst meist nur die Hausmeister an, die dafür sorgen, dass unsere Universität von innen wie von außen einen gepflegten Gesamteindruck abgibt. Als gute Seele des Hauses kümmern sie sich unter anderem um die Instandhaltung und Sauberkeit unserer vier Campusteile oder helfen beim Transport verschiedenster Dinge. Koordiniert wird das Ganze vom Sachgebietsleiter für Gebäudedienste und Entsorgung, den wir heute als Gast begrüßen dürfen. Philipp Schürmer wurde in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geboren. Der gelernte Verwaltungsfachangestellte und Betriebswirt ist heute Sachgebietsleiter für Gebäudedienste und Entsorgung an der TU Chemnitz. Vor seiner Tätigkeit an der Universität war er für 4,5 Jahre stellvertretender Bauamtsleiter in Böhlen. Der ungeduldige, aber flexible Teamplayer sieht es als höchstes Ziel an, sich persönlich stets weiterzuentwickeln und strebt daher auch eine kontinuierliche Optimierung seines Sachgebietes an. Zwar war es früher sein Traum, als Fußballspieler bei Borussia Dortmund aktiv zu sein, jedoch fühlt es sich inzwischen auch auf unserem Campus pudelwohl. Ob auf dem Dachboden, im Keller oder unseren zahlreichen Räumen, er kennt hier jeden Winkel. Wenn es die Zeit dann mal erlaubt, reist er auch gern in den Süden und genießt dort die Wärme der Sonne. Hallo Herr Schirmer, herzlich willkommen bei TUC Talk. Ich grüße Sie, Frau Dr. Müller. Sie und Ihr Team arbeiten ja eigentlich eher so ein bisschen unauffällig im Hintergrund daran, dass an unserer Universität alles in bester Ordnung ist. Wie würde denn das Hochschulleben eigentlich ohne Sie aussehen? Ja, also das Hochschulleben ohne meinen Hausmeister und ohne meine eine Hausmeisterin, wir sind derzeit 10 an der Zahl. Und der andere Teilbereich ist die Entsorgung. Hier habe ich ebenfalls einen Mitarbeiter, der sich ausschließlich um die Entsorgung bei uns an der Universität kümmert. Und zu Ihrer Frage eingehend, ja, wir haben ganz, ganz viele fleißige Hände bei uns, die viele Kleinstreparaturen unterstützen oder selber durchführen, die teilweise auch Kontrollen durchführen von Dienstleistern, aber auch die sich dem Thema Gefahrenabwehr widmet. Hier geht es in erster Linie um die Verkehrssicherungspflicht, die wir als Nutzer an der Universität wahrnehmen müssen. Und das sind so grob umrissene die Teilbereiche, die mein Sachgebiet umfassen. Aber gleichzeitig, wie Sie das schon gesagt haben, ein Stück weit Sauberkeit und Ordnung, das ist unser größtes Anliegen. Ja, jetzt ist es ja so, dass Sie wahrscheinlich eher weniger Zeit im Büro verbringen, sondern eher mehr an der Universität unterwegs sind. Wie muss man sich denn so einen typischen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen? In der Regel fange ich natürlich früh bei mir im Büro an. Hier werde ich natürlich erstmal sichten, was anliegt, ob Kontrollen anliegen, ob Abnahmen anliegen oder ob Einführungen von neuen Firmen, von neuen Dienstleistern anliegen. Gleichzeitig haben wir bei uns in meinem Sachgebiet immer ein regelmäßiges Treffen. Das ist meistens, in Anführungsstrichen, meistens mittwochs. Hier sprechen wir uns auf kurzen Dienstweg ab, wo Schwerpunkte liegen. Schwerpunkt könnte sein, zum Beispiel jetzt im Oktober, dass wir Richtung Winter gehen, dass es hier nochmal verdeutlicht wird, was ist abgesprochen worden mit dem Dienstleister für den Winterdienst, als auch natürlich, dass wir in der Früh das immer waren, natürlich unsere Kontrollgänge gerade in Sachen Winterdienst durchzuführen. Es ist aber auch so, dass wir gerade im vergangenen Jahr hatten wir noch viele Veranstaltungen, die mit unterstützt werden oder unterstützt wurden. Das sind so im grob gefasst die Tätigkeiten, die ich tagsüber durchführe. Jetzt ist es ja auch so, dass die Hausmeister hier im Haus nicht alles durchführen, sondern dass es auch gewisse Dienstleister gibt. Wo ist da jetzt der Unterschied? Was macht der Hausmeister, was macht der Dienstleister und welche Dienstleister haben wir? Ja, wir haben speziell in der Reinigung haben wir ca. 15 Reinigungsdienstleister für unsere 4 Universitätsteile. Wir haben aber auch einen Dienstleister nur für den Winterdienst, der eben dann in der Früh den Klette beseitigen muss. Das bedarf natürlich viel Kommunikation. Wir reden mitunter sehr zeitig mit dem Dienstleister, circa schon ab um 5, aber auch abends, je nach Witterung und Wetterlage. Und dann haben wir noch 5 Dienstleister, die mit der Grünflächenpflege verortet sind. Das bedeutet, auch hier muss speziell zum Monatsende immer
Sachen eingefordert werden für den nächsten Monat, aber es müssen natürlich auch Sachen abgenommen werden. Wir haben eine Außenfläche von ca. 250.000 Quadratmeter. Wir haben eine Nutzungsfläche bei uns an der Uni im Gebäude von ca. 170.000 Quadratmeter. Da können Sie sich vorstellen, dass meine Hausmeister und meine eine Hausmeisterin viele, viele Rundgänge machen. Einfach auch, um hier proaktiv Gefahren abzuwehren. Und das bedeutet, wir haben einen Dienstbeginn zwischen 6 und 7 Uhr und danach stehen umfangreiche Kontrollgänge an. Wir haben die Prämisse, jetzt durch diese Covid-19-Pandemie sind 160 Desinfektionsmittelspender ausgerollt worden. Hier obliegt es uns, diese aufzufüllen, Bestände zu kontrollieren. Hier wollen wir nicht erst warten, bis jemand uns meldet, dass etwas leer ist, sondern Ziel ist es immer, dass wir proaktiv damit umgehen, dass wir Mängel selber erkennen. Dann ist es so, dass wir natürlich noch ein Ticketsystem haben, das Ticketsystem Hausmeister@. Dann sage ich ehrlich, sprechen die Hausmeister das mitunter selber mit den Nutzern vor Ort ab. Sei es bei Umsetzungen vom Mobiliar, sei es Kleinstreparaturen, wenn Leuchtmittel defekt sind. Hier trete ich nicht in Erscheinung. Das ist, sage ich jetzt mal, was ich als sehr positiv bewerte, denn die Nutzer, die kennen schon die Hausmeister vor Ort, ne? Und die wissen ganz genau, wenn sie eine Herausforderung oder ein Problem haben, an wen sie sich wenden können. Und ich weiß auch, dass meine Hausmeister und meine Hausmeisterin da sehr, sehr hinterher sind, dass möglichst das Ticketsystem so wenig wie möglich offene Tickets hat. Ja, Sie hatten es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, das Ticketsystem, darüber kann man Sie erreichen. Aber können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was sind jetzt Probleme, Schwierigkeiten, mit denen sich Hochschulangehörige an Sie wenden können? Ja, der Student oder der Nutzer vor Ort hat die Möglichkeit, uns E-Mails zu schreiben an verschiedene Queues. Wir haben einmal die Queue Grundreinigung. Wenn ein neuer Kollege in einen Raum einzieht, ist es natürlich verständlich, dass dieser vorher nochmal grundgereinigt werden soll. Dann haben wir die Queue Reinigung, hier ganz konkret. Hier werden Mängel aufgelistet. Was natürlich dann mit dem Dienstleister bzw. auch ein Stück weit mit dem SIB abgesprochen werden muss, dass hier nachgearbeitet werden muss. Dann haben wir natürlich unsere Haupt-Queue Hausmeisterdienste. Hier, wie auch eingangs schon erwähnt, sind ganz viele Tätigkeiten von der Kleinstreparatur bis zur Umsetzung von Mobiliar oder auch teilweise, wenn Kollegen, Mitarbeiter umziehen, dass hier mit unterstützt wird. Das sind diese drei Queues, die wir als Sachgebiet bedienen. Ist also immer was zu tun. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns gewesen sind und alles Gute für die Zukunft. Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche Ihnen auch alles Gute für die Zukunft, Frau Dr. Dankeschön. Ja, wir begrüßen in der nächsten TokTok-Ausgabe den Geschäftsführer des Internationalen Universitätszentrums. Dr. Benny Liebold spricht mit uns darüber, welche Bedeutung der internationale Austausch für das Universitätsleben hat und mit welchen Angeboten das IOZ Studierende und Forschende im In- und Ausland unterstützen kann. Nutzen Sie die Gelegenheit und schicken Sie uns gern Ihre Fragen zum Thema an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Dann bis zum nächsten Mal.